Aloha, du Wunderwesen. Heute mal wieder ein Text, ein gelesener, diesmal von Hermann Hesse, einer meiner Lieblingsautoren. Und auf meiner Webseite findest du auch meine Lieblingsbücher verlinkt. Ich verlinke dir die auch mal unter dem Video. Der hat wirklich so schöne Sachen geschrieben, die mich immer wieder zu Tränen rühren. Und ich bin froh, dass ich so einen kleinen Text gefunden habe, der auch ganz bezaubernd ist und den ich gerne mit dir teilen möchte. Und der geht so. Man hatte vor 1000 Dingen Angst. Vor Schmerzen, vor dem eigenen Herzen. Man hatte Angst vor dem Schlaf. Angst vor dem Erwachen. Vor dem Alleinsein. Vor dem Tode, namentlich vor ihm, dem Tode. Aber all das waren nur Masken und Verkleidungen. In Wirklichkeit gab es nur eines, vor dem man Angst hatte. Das sich fallen lassen, den Schritt in das Ungewisse hinaus, den kleinen Schritt hinweg. Über all die Versicherungen, die es gab. Und wer sich einmal, ein einziges Mal hingegeben hatte, nur einmal das große Vertrauen geübt und sich dem Schicksal anvertraut hatte, der war bereit. Er gehorchte nicht mehr den Erdgesetzen. Er war in den Weltraum gefallen. Und schwang im Reigen der Gestirne mit. Ja, wie gesagt, dieser kleine Text ist von Hermann Hesse und der gehört zu meinen Lieblingsautoren. Und ja, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da findest du weitere gelesene Texte und unten in der Infobox bzw. in dem Beitrag findest du ein paar Links von ganz tollen Büchern von ihm. Also ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.